So, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Test. Wir spielen Family Guy Online in der Beta-Version. Ich hatte mich vor ein paar Wochen da mal registriert, weil ich hab's durch Zufall auf Facebook gesehen, dass das gibt. Ich wusste es gar nicht. Und wollte dann gleich eigentlich sofort einen Let's Test machen, aber es war wie gesagt, oder es ist wie gesagt noch in der Beta-Phase und man braucht einen netten Schlüssel dazu. So, Family Guy Online ist ein Browser-Game von Fox, wie wir es da oben schon nett sehen können. Und ja, womit beginnt das Ganze? Ich habe absolut keine Ahnung. Ich zock's gerade das erste Mal wirklich. Und wir sind hier in der Charaktererstellung. Am Anfang konnte man sich einen Charakter auswählen, also Peter, Lois, Mac und wie heißt der andere Klops? Mir fällt sein Name gerade nicht ein. Keine Ahnung. Wie heißt der denn nochmal? Stewie und keine Ahnung, einen von denen vergesse ich immer. Chris hieß er. Genau. Und ja, jetzt sind wir halt in der Charaktererstellung. Ich habe mir Peter genommen als Ursprung, sagen wir mal so. Und dann habe ich den so ein bisschen modifiziert hier. Und jetzt haben wir so einen typischen, naja, Typ halt. Mir fiel kein Name ein, also habe ich Haifisch Bernd einfach genommen. Weil mir total langweilig war. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Wenn ich jetzt wüsste, wo hier, Save this Character. Giggity, giggity, yay! Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt ungefähr 2 Wochen auf den Beta-Schlüssel gewartet. Also man meldet sich halt an. Die generieren hier, also die Macher hiervon, die generieren gerade noch Schlüssel, damit die halt nicht so einen großen Auflauf an Menschen hier haben auf dem Server. Und ich habe jetzt endlich einen bekommen und ich bin jetzt glücklich. Das heißt, ihr könntet dann vielleicht auch Probleme haben, dass ihr keinen Schlüssel bekommt. So, und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an zu zocken. Das Spiel ist komplett auf Englisch. Hell yeah. Und ich hab jetzt echt keine Ahnung, was mir erwartet. So, did you know, when your cursor turns into a magnifying glass, you're pointing at something you can't collect while we are in beta, clicking on an end will not set it on fire. Okay. Okay. The settings menu can be found on the main menu. It allows you to tweak your game settings. Okay. Gut. Ja, ich behalte mal ein bisschen so im Hinterkopf für mich. Und ich warte jetzt eigentlich, dass es fertig geladen hat. Ich habe echt keine Ahnung, wie lange es hier mit den Ladezeiten ist. Ich hoffe bloß nicht allzu lange. So, wie heißt er eigentlich nochmal? Ich muss sagen, ich habe absolut keine Ahnung mehr. Von Family Guy. Also. Oh mein Gott. Welcome to Quahog, good citizen. Okay, da sind wir nun. Welcome to Quahog. Willkommen in Quahog. Good citizen, follow along with me and you'll be on your way to becoming a community leader in this fair city. Okay. Also ich könnte jetzt Stadtleader sozusagen, also Führer. Nee, Führer ist hier falsch. Okay. Oh mein Gott, ich muss jetzt wieder laufen. Gott, wie? Ach so. Oh, jetzt muss ich das hier sogar mit Dings machen. Ach du Kacke. WASD. Oh mein Gott, und es leckt jetzt gerade. Framerate Warning. Ich wollte doch schon sagen. Your framerate is dropped below this level recommend for smooth play. This is probably due to limitations of your computer system. Das liegt gar nicht an meinem Computer, halt die Fresse. Ich habe übrigens eine 32.000er Leitung, also. Mach einen Kopf zu, ne? Na, jetzt geht's doch schon einigermaßen. Wer ist dir zum Laufen? All the arrow keys. Ach so, to move around. Q and E will allow you to move side to side on strafe. Testen mal kurz. Okay, seid jetzt laufen. If you have a mouse, hold down the left and right mouse button at the same time to move. Ach so, okay. Das ist auch cool. Left mouse button will rotate the camera and the right mouse button will change. Was? Nochmal. And the right mouse button will change where you are looking. Will change where you are looking? Okay. Use the mouse wheel to zoom in and zoom out. Oh.
Okay. Why don't you go to Stewie over there and left-click him to talk to him? I bet he has something interesting for you to do. Okay, dann gehen wir jetzt halt zu Stewie und, war dann da. Okay, also die Grafik ist echt ganz niedlich gemacht, muss ich sagen. Also, ne? Wer ist er denn hier? Hallo Hempel! Hallo Dark Shadow! Wollen wir mal was schreiben? Ich weiß nicht, ob mich hier... Warte mal, kann ich... Achso, okay. Germans... Here... keine Ahnung, ich... vielleicht antwortet mir einer. Und vielleicht habe ich dann... Ja, ich weiß, was ich zu ihm soll. Ich will die anklicken. If you saw Lewis, you'd have to put your penis in a wheelchair. Was, ich soll meinen Penis wo reinstecken? Was? Go and speak with Chris in his room upstairs in the house. He has something for you to do. Na klar, machen wir. Quahog's one of the last to leave your door and lock small towns. We lead the nation in home invasion, murder, rape. Notice that the front door has a nifty shiny sheen. Was mit Charlie Sheen? Achso, ja. That means you can click and enter this location. Notice you must contact change an opening door, however entrance. Okay, gut. Oh Mann. First like received to quest. Notice his handy dandy tracker popped on the right. This is your quest tracker. Was ist auf der rechten Seite? Das ist mein quest tracker, okay. You can think of it like a shopping list or a current quest if you are to want to view a folder. That's about your quest, you can access the quest log using L. Okay, ich muss dazu... Achso, hier, das meinte er. Talk to Chris. Ich muss dazu sagen, es tut mir leid, wenn es jetzt zwischendurch immer ein bisschen länger dauert. Ich muss sagen, es tut mir leid, wenn es zwischendurch mal ein bisschen länger dauert, weil ich ja halt auch gesagt habe, viel lesen muss. Und ich nicht wirklich das schon mal gezockt habe oder so. Oh ja, ganz nett haben sie es hier, ne? Ist ja wie in der Fernsehserie sozusagen. Und ich soll jetzt zu Chris gehen und dem mal ordentlich eins rüberbraten. Wo sollte ich meinen Penis von reinstecken? Ich hab's vergessen. Was ist denn hier? Gibt's hier Schönes? Aha, aha, ja. Laserwaffen? Ah ja, wo ist Chris? Ey, du Rotzgöre! Petra! Moin Bernhard. Nein. Gott sei Dank. Dachte, wäre alleine. Gut. Ja, ich bin immer forever alone, deswegen. Wo ist denn Chris, der Offel? Der Offel? Hä, willst du mich rollen? Enter the Griffin. Talk to Griffin in his room. Talk to Griffin. Talk to Chris Griffin in his room. Ach, da steht er doch. Alter, ist der klein. Ja, genau. Das ist ein Typ. Genau hier. Ja, genau. Ja, ja, ja. Hier. Ja, genau. Hier. Oh mein Gott. You talk to me. Scheiße, ich hab ihn angesprochen. Forever alone. Enter the Griffin House. Talk to Chris. Okay. Ja. Yeah. Okay. Soll ich jetzt wieder runter zu Stu... Mein Gott, ich muss mich noch ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Soll ich jetzt wieder runter zu Stewie? I don't know. Also das spielt's wie gesagt noch in der Beta-Phase und bitte beschwert euch nicht bei mir, falls ihr irgendwelche Lags oder Bugs oder sonstiges auftreten. Kann ich mit dir reden? Oh my God, so transparent. I don't have anything for you right now. Was steht die denn hier alle rum, Alter? Was ist denn alles für Spanne? Ja, Haus. Haus. Lustig. Hast du was zu sagen? Hey, Kollege. Ja, schön über die Gesicht, über das Gesicht laufen. Was gesehen hat, eben eine Glatze gehabt. Weißt du, wenn man so von so guckt? Naja. Ich hab gerade echt keine Ahnung, was ich jetzt machen muss. Oder wo ich hin muss. Oder ob ich überhaupt was machen kann jetzt. Geh nochmal ins Haus rein. Giggity, giggity, yeah. Somebody here? No.
Warum rede ich jetzt Englisch? Ich weiß es nicht. Ich gucke mir erstmal hier so alle alles an. Können wir was klauen oder so? Wäre cool. Kann ich hier rein? Nein. Nur wo es. Ah, hier kann ich mal was untersuchen. Warte mal. Was ist das hier? Ja. You found Peter's wedding irgendwas. Oops, you already got this one. Und was? Kann ich hier mit M das Menü aufrufen? Main Menu, da unten steht's auch. Character Map Stuff to Do. Complete the tutorial. Complete the tutorial to be allowed to move freely around Quahog. What you get? Crash rewarded, yeah, attractors. Okay, aber was muss ich da jetzt machen? Wahrscheinlich kommen jetzt wieder 1000 Kommentare von wegen. Du musst dahin. Hey, I'm glad you're here. My dad really nailed me at school today. Play video? To get me some supplies to build a restained log trap. Play video. This'll get Chris. Hey, classmates! Griffin, did you gain weight? Yeah, that's not important. But you know what is important? I'm gay now. Let's all of us go be gay somewhere together. And then you go tell all your friends that I welcome them to be gay with me too, because I am gay. I'll be gay with you. Oh, this is too perfect. Chris is gonna be so gay by the end of this. Ach ja, ist das schön. Ich hab schon so lange ich hab schon so lange kein Family Guy mehr geguckt, dass ich das jetzt ein bisschen lustig fand. Und mal sehen, was noch so alles auf uns zukommt. Get a fire tree lock behind the Griffin House in Spooner Street. Get a 30-foot rope by the well in Spooner Street. Get a jaunty feathered cap at Herbert's stand in Spooner Street. Was gibt's hier? Ich hab's angeklickt. Ich hab da hinten den bösen Monkey. Evil Monkey habe ich jetzt gefunden. Ich bin geil. Okay, ich muss raus auf die Spooner Street auf jeden Fall. Boah, ich hab gerade keine Ahnung. I remember when I got my first quest. It was to gather some objects for a restrained log trap. I played this game yesterday. Display is sparkling, highlighting when you move your mouse over them. Cause it will change from the left. Ach so, okay, das hatte ich ja eben schon gemacht. The minimap located to the top of the right. Unable to open. Okay, gut. Ich muss jetzt irgendwo hin. Get a fire tree lock. Entschuldigung. Behind the Griffin House. Okay. So, wo uns. Kann ich eigentlich jumpen? Hey, ich kann sogar springen, ist ja lustig. Aber ich kann sowieso über fast alles rüberlaufen. Get a what? Schon was? Hey, ich habe Rupert gefunden, also das komische Plüschtier von Stewie. Get a fire tree lock behind the Griffin House. Das ist das Griffin House. Und hinterm Griffin House, was liegt denn darum? Was? Alter, ich muss hier mal da. Was ist das da? Aha. Irgendwie finde ich gerade alles außer das, was ich. Get the Fire Tree Lock. Was ist denn ein Fire Tree Lock? Feuer. Nee, Feuer wird ja mit E hingeschrieben. Fire Tree. Get a 30-foot rope by the well. In Spooner Street. Kann ich mich vielleicht noch irgendwas. Kann ich nicht. Stuff to do. Yeah, attractors. Ist gerade ein bisschen doof, dass es auf Englisch ist. Spooner Street.
Ach so, kann das sein, dass mir Pfeil auch zeigt, wo ich vielleicht. Was hat er denn hier? Ey, von dir reden. Oh, warte mal kurz. Katze, Katze. Hallo. I'm handicapped. I can't walk. Leave me alone. I'm watching Bonnie change and pretending she. We're gonna start by learning how to do a cavity search. Strange woman, I don't know how. Okay. Da oben. Was könnte das denn? Das Elfenkollege? Aha! Hast du das mitgenommen? Aha, ein Treelock, okay. Achso, gut, dass mir der Pfeil sagt, wo ich hin muss. Das ist gut, das gefällt mir. Dann habe ich jetzt wesentlich weniger Arbeit. So, wir laufen hier mit unserer schönen Fliegerkappe rum. Die ich übrigens sehr stylisch finde und für uns alle unbedingt. Was du denn? Achso, dahinter liegt das. Ich wollte ja gerade helfen. Jaunty Cap Dingsbums. Irgendwo da vorne. Oh, ich bin jetzt voll gegen den Baum gerannt. Aber ich hab Bratwurst. So, Möp. Ich glaube, ich werde das Tutorial mit euch. Ja, nimm mit. Looks like you collected all the buy items Chris wanted, but you aren't done yet. Some quests required you return to the quest giver to rewatch or further information. You should head back to the Griffin House and speak with Chris. Ja, da war ich jetzt sowieso hin. Glaubst du, weg vorhab, du Klops. Er läuft erstmal weiter. Dabei wollte ich doch hier rein. Okay. Hier war das. Okay, ich kann mir das nachher wirklich schon ganz schön scheiße vorstellen. Ich. What's this? Put your head between these two restrained logs and win a free hat. Well, that's a no-brainer. Come on, you fat. Do it. Who's laughing now? I got my hat. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah, ist das schön. Thanks. You've helped arm a teenager to hurt others. Just like Walmart. Oh mein Gott, war das geil. Ach ja, Fox. Hey, you remember when that kid bullied me and stole my paper route? No, nothing. Well, surely you remember my giant talking zit. Okay, well, you know what? I have no f***ing idea who you are! Ey, halt Schimmer. I think we got off on the wrong foot. Ich soll jetzt irgendwie auf die Fresse hauen. Will you beat him up for me? Ja, ich beat him up. Okay, wo ist denn dieser Herbert? Nee, Herbert war irgendwie sein Kollege. Congratulations! Now you can join my hat club. You're not Jewish, right? Nee, ich bin nicht jüdisch, tut mir leid. Seeing. Okay. Ich soll jetzt irgendwo auf die Fresse schlagen. Also, wenn da vorne Blut gezeigt wurde, dann darf ich jetzt auch auf die Fresse schlagen, sagen, ne? Aber nochmal um das Thema hier, wegen Keys und so. Da kann ich dann auch ver. Kann ich jetzt auch boxen? Oder muss ich hier rein? Did you know? Minecraft! Oh mein Gott, nicht wirklich. Sogar Minecraft hat's hierher geschafft. Ich glaub's nicht. Applaus, Applaus, Applaus! Ah, oh, super. Ja, also bis jetzt gefällt mir das Spiel echt gut. Muss ich mal sagen. You were about to go into action upstairs. The bar that appeared at the bottom of your screen, that is your skill bar. You can trigger your skills by self-clicking on them. Or by pressing the corresponding number key with the one you being the leftmost key. Okay, okay, okay. Not target. Ach so. Dead Punch? Wo ist er denn? Der kleine Pisser. Well,
if it isn't King Lardass. Ich will mir so eine Fresse schlagen. Wie geht das? Ich... Not enough what? Hey. Hä? Oh yeah, jetzt gibt's auf die Fresse, Digga. Bams. Einfach durchzwiebeln, mitten ins Gesicht rein. Bleib stehen, du Klops. Boah, fett in die Fresse gerülpst und nochmal ordentlich zuschlagen. Komm, bleib stehen, du hast keine Chance, du hässliches Würstchen. Und Bams, und da liegt er auf dem Boden und heult. Yeah, ich bin der Geilste. Good job, beating up that brat. Return to her living house. Okay. Ja, macht doch Fun. Auch wenn man das Kampfsystem vielleicht ein bisschen verbessern kann mit den Maustasten. Dass man vielleicht... Bam, 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 bam! Kombo-Attacke, yeah! Ultimate Mana Move! Du weißt, was ich meine. Ach ja. Ich mag dieses Spiel wirklich. Und das werde ich jetzt auch so lange suchten, bis ich sterbe. Und wie gesagt, ich habe absolut keine Ahnung. Ja, wie es jetzt hier weitergeht und was nach dem Tutorial kommt. Ich werde sicherlich noch das ein oder andere Video machen. Da könnt ihr von ausgehen. Aber jetzt will ich ja erstmal das Tutorial beenden und dann diese Aufnahme, weil... When I fight, I have a move called the one and a half Nelson. First I put the guy in a full Nelson, then I kiss him lightly on the nape of the neck. Then either I win the fight or we go ice skating and share a dessert. Ach so. Ja, und natürlich ist auch halt wieder, wie immer bei jedem Free-to-Play, gibt's natürlich immer wieder einen Shop, wo man natürlich Sachen kaufen soll. Ist ja ganz logisch. Und neue Fähigkeiten und Updates. Nur ich frage mich, warum hier manche Typen hier durchsichtig sind. Hier, da war ihm zum Beispiel so einer. Da, hier er zum Beispiel. Hat er mich gerade angeschissen oder was? Boah. Chris, hier oben. Thanks. Welcome to Quahog Level 2. Hey, wir haben das Tutorial beendet. Congrats, ich hab's nicht so schnell gelesen können. It appears as though you have earned a new skill for your efforts. You can equip this new skill in much the same way that you equip your variable items. Left click on main menu and select character and skills and track a skill. Okay. Character? Skills? Ach so, okay. Und jetzt kann ich einfach... Ne, weil was hab ich? Belly Bash. Oh yeah. Episch. Okay, haben wir gemacht. Sind wir dann jetzt fertig? Oder kann ich ihn die vielleicht noch mal antanzeln? I kissed an 11-year-old on the mouth. Okay, du hast ihn also geküsst, ja, und dein Vater auch. Gedisst. Hauptsache kann er so episch über das Geländer rüber. Finde ich auch geil. So, haben wir jetzt noch irgendwas zu tun? Beziehungsweise was müssen wir tun? Beziehungsweise was mache ich eigentlich? Dadab, dadab. Wenn ich jetzt keine Aufgaben mehr bekommen sollte, werde ich die Aufnahme jetzt beenden. Hängt natürlich vom Spiel ab. Oder ob wieder irgendwer auf die Fresse haben will. Oder ob das Schwein mich hier noch dümmer länger anguckt. Länger dümmer. Und ob er bald fertig ist mit Rollstuhl fahren. Ach ja. Also. Hat er mich gerade auf die Fresse geboxt?
Ja, so ist richtig. Was? Das Video ist schon zu Ende und es gibt kein Review? Oh mein Gott, was soll das denn? Nein, das liegt ganz einfach daran, dass ich ja halt das Spiel mit Camtasia aufgenommen habe. Das war das erste Mal, da ich übrigens was mit Camtasia aufgenommen habe. Und Camtasia hat mir dann zum Schluss gemeldet, dass anscheinend kein Speicherplatz mehr auf der Festplatte zur Verfügung steht, was totaler Schwachsinn war, weil ich da noch mindestens, okay, 5 GB Platz hatte, aber was ja auch noch eine Heidenmenge ist, für ein Video, das sowieso nicht auf der C-Festplatte bei mir gespeichert wird. Ist aber auch relativ egal. Jetzt kommen wir erstmal zum Fazit. Ich habe das Tutorial beendet. Jetzt können wir das Spiel also weiterspielen, theoretisch. Ich habe eben schon offscreen gezockt. Ich nehme das, was ich jetzt gerade sage, nehme ich einen Tag später auf, weil ich noch dazu gekommen bin. Das Spiel finde ich echt hammergut gemacht. Also ist wie gesagt noch in der Beta-Phase. Ich glaube, wenn das fertig ist, dann wird das Spiel richtig bombastisch. Gut. Was kann man sonst noch dazu sagen? Also ist leider auf Englisch für alle Englisch-Hass-Freunde da draußen. Englisch-Hass-Freunde ist irgendwie so ein geiles Wort. Die werden sich da wohl ein bisschen mit abrackern müssen. Aber oben rechts auf der Karte, ich zeige da übrigens gerade hin mit dem Finger, was total sinnlos ist, wird das halt auch eingeblendet, wo man halt hinlaufen muss, um seine Gegenstände und Quests zu erledigen. Also, wie gesagt, das ist ein reines Quest-Spiel. Man bekommt dann für die Quest später auch noch Geld. Das sieht man oben links in der Ecke. Womit man sich dann im Shop, wie hier dieser eine Heini da, dann immer zu uns dazu drängen will, dass wir im Shop was kaufen. Da können wir uns dann neue Klamotten und sonstiges kaufen. Hab ich auch schon gemacht. Wird man vielleicht im späteren Video, falls ich noch mal eins machen sollte, noch mal sehen. Ja, das war's eigentlich dazu größtenteils erstmal. Das Spiel ist bombastisch, ich werde weiterhin zocken. Ihr könnt ja auch gerne anfangen, das zu zocken. Wie gesagt, es ist noch in der Beta-Phase. Es kann sein, dass ihr in den nächsten paar Tagen keinen Schlüssel bekommt oder vielleicht auch erst ganz weit später, weil die ja halt, wie gesagt, sonst mit Serverproblemen zu kämpfen haben. Gut, das war's von diesem Let's Test. Ich hoffe, es hat euch teilweise gefallen. Ich werde jetzt weiter zocken. Der Link für die Registrierung bzw. zum Spiel ist unten in der Videobeschreibung. Und bis dann sage ich Tschüss und auf Wiedersehen.